Das ist jetzt kein Scherz, Leute. Ich habe gerade eine Münze als Münze geworfen und gesagt, ja, bei Dings oben töte ich ihn und sonst nicht. Leute, ja. Er ist selber schuld. Ich weiß, du hast die Verbrechen für deine Familie begangen. Doch wegen deiner Taten kamen Dutzende um. Ich fühle mich so schlecht. Viele Familien wurden ausgelöscht. Darunter auch meine. Ich kann dich nicht am Leben lassen. Es tut mir leid. Bitte. Stimmt! Der ist ja schuld daran, dass Ross tot ist. Ich bin damit voll cool. Meine Familie. Sag ihnen nichts davon. Also. Bist du bereit? Um für die Toten zu büßen. Für meine Taten. Ja. Ich bin bereit. Oh! For real jetzt? Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass wir den jetzt wirklich... Ich sitz davor, sorry, ihr seht das gar nicht. Da ist er. Oh mein Gott, und das war so ein ekliges Geräusch. Ich wusste nicht, dass wir das wirklich tun. Ich bin bis an mein Lebensende tot. Aber er hat geholfen, Ross zu töten. Deine Hand verschwindet im Boden. Du bist ein bisschen buggy. Jo, es tut mir wirklich leid, Freund. Jetzt nicht. Mann, auf was für... Gott. Auf was für Ideen kommen wir eigentlich? Es tut mir leid, Olin. Mein Gott. Ich werde nie wieder eine Münze werfen. Ich werde für mein eigenes Dings entscheiden. Das ist sehr sus. Oh mein Gott. Ey, das war das letzte Mal, dass ich schlafen konnte nachts. Ich sag's euch. Aber wir müssen dran denken, Leute, für Rost. Für unseren verrosteten alten Freund. Ich bin tot innerlich gerade. Jo, bitte nicht hier festbacken. Gegen Heilung hätte ich auch nichts, ja. Oh mein Gott. Kommen wir zur Achterbahn? Ich will jetzt zu dieser blöden Achterbahn nach da. Ey, ich bin gerade echt... Für eine alte Rezeptur. Ey, und sie redet so ganz normal weiter. Was ist los mit dir? Oh, nee, da wollte ich nicht hin. Jetzt mal off-topic. Nee, ich bin mit sowas gar nicht cool. Muss man nochmal kurz 20 Minuten über meine Lebensentscheidung nachdenken. Über seine Lebensentscheidung. Für Rost. Ich hab einen Hasen. Schönen Tag noch. Absolut kein Platz dafür. Ich hab hier was. Ich hab was gehört. Wieso habe ich eigentlich keinen Platz mehr im Inventar? Das macht mir jetzt so ein bisschen Angst. Ja, ich hätte nichts gegen 10 Tonnen Heilung. Heil-Items. Da liegt was. Bitte frag mich nicht, was das ist. Okay. Kannst du dich hier vielleicht festhalten? Nein? Oh, das ist unser Feuer. Ich dachte gerade schon.
Ja. Das Spiel ist spaßig. Hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Mein Gott, das ist die letzte Aufnahme für heute. Nein, sag nicht, hier ist so ein Verdorbenheim. Oder Verdorbenenheim. Da sind Menschen. Die kämpfen gegen den. Aber das ist eigentlich gut für mich. Jetzt bin ich wieder ganz böse. Weil so greifen die mich nicht an. Aber wir haben ja einen straightforward Weg, den wir gehen müssen. Er steckt in der Klemme. Nicht dein Ernst, dass das Ehrend ist. Aktualisierte Hauptquest. For real jetzt? So schnell ihr könnt. Los geht's. Was war das? Das wäre geschafft. Ehrend kann solche Eispfeile schießen. Okay, rede mit Ehrend. Das hatte ich vor. Ich würde aber gern bitte noch ganz viel Heilung sammeln, weil ich habe so Angst, hier zu sterben. Komm her, lass uns reden. Ich komme. Nee, ich will nicht mit dir reden. Nachher fragt er mich noch wegen Olin aus. Wir vergessen diesen Teil des Let's Plays. Worauf wartest du? Wir vergessen diesen Teil des Let's Plays. Habe ich gehört. Ja, worauf... Willst du nicht reden? Doch, will ich jetzt. Nerv mich mal nicht. Ich habe noch genug zum Einsammeln, meine Güte. Ich bring dich gleich zu Olin. Nein, natürlich nicht. Hey, im Ernst, wir müssen reden. Ach, mein Ernst. Wo steht denn der? Ja, ich laufe jetzt an dir vorbei. Tschüss. Das hält sich. I'm the bad guy. Okay. Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Jetzt habe ich Angst vor einem unnormalen Tag. Wir fragen ihn doch jetzt nicht wegen seiner Schwester. Ist dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst Fühl du ich. Klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Nein, ich frag den das nicht. Wir müssen ihn fragen. Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ja gut, also... Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte... zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Ja, gut. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schatten-Karja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Mach mir sowieso über diese Schatten-Karja extrem die Sorgen. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel und ich versuche dir zu helfen. Rost! Dann komm, folge mir. Alles, was wir tun, tun wir absolut nur für Rost, ja? Das ist nicht meine eigene Meinung. Ich habe eine Coin geflippt und die Coin war für Rost. Jo, natürlich komme ich mit dir mit. Ist es so? Kannst du hier abkürzen? Kannst du nicht? Nein, kannst du nicht. Ehrend, ich lass dich schon mal vorlaufen. Der Ersa bloß hier draußen. Das frag ich mich auch. Die muss ja auch irgendwie hergekommen sein. Ehrend, ich komm gleich. Ich lass mich noch ein bisschen hier Sachen sammeln. Lauf ruhig zu. Keinen Sinn. Ich würde mich gern voll heilen. Ist das Schatten-Karja-Gebiet? Nein. Sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Ich
Okay, ich sollte vielleicht was kommentieren und nicht die ganze Zeit über Olin nachdenken. Ich glaube, es war eine schlechte Entscheidung. Ich weiß nicht, vielleicht hätte Erend ihn dann getötet, hätten wir es nicht gemacht, weil er denen ja geholfen hat. Und so. Hier ist es, hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte, ich muss diese Mistkerle finden. Hier wurde etwas gezogen. Das muss eine Rüstung der Schattenkaja sein. Ein Speer der Schattenkaja. Ja, aber da hinten sind ganz viele Items, die ich mitnehmen möchte. Aber sonst ist hier nichts mehr, gell? Außer, dass ich 1200 Meter noch rumlaufen muss. Hab ich... Da liegen Pfeile. Diese Blutflecken sind keine Lache, wie sie sich um eine Leiche bilden würde. Hier wurde was lang geschliffen. Ja. Wer hatten wir schon? Ich gehe mal wieder zu Erend? Was? Sie sind verschmiert. Gut geschärft. Er war nie im Einsatz. Ich sag's euch, die haben damit gar nichts zu tun. Wurde hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Theoretisch schon. Es formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, wer weiß. Die Spuren werden es zeigen. Wohin gehen wir jetzt? Läuft der mir hinterher? Folge den Wagenspuren. Schön, wo waren die? Schon hier lang, oder? Ah ja, hier. Erend, ist okay, wenn ich auch ein bisschen vom Weg abkomme, ein paar Sachen zu sammeln. Na, Stöcke jetzt nicht unbedingt. Jo, das geht ja noch da hoch. Ich sage euch, wir kommen jetzt zu dem Freizeitpark. Ich predikte. Prediction ist da, Leute. Freizeitpark for the world. Frag mich. Oh, hier gibt es eine Speicherstation. Muss schon ein bisschen Gas geben, Erend. Es geht schließlich um deine Schwester. Ja, wir müssen herausfinden, wo die gestorben ist. Nicht dein Ernst. Ah, jetzt können wir wirklich gucken, wo das auch lang ging. Das ist cool. Sie wollten Erschad töten. Wir kommen wirklich in den Freizeitpark, Leute. Beste Folge der Welt. Da steckt mehr dahinter. Olin, es tut mir zwar leid, aber wir haben den Freizeitpark gefunden und... Ah, ist doch nicht so schlimm. Das ist ein Freizeitpark. Das ist kein Freizeitpark. Warum hatte ich irgendwie für 5 Sekunden die Hoffnung, dass das Freizeitpark sei? Oder übersehe ich etwas Wichtiges? Das wird zu schwer. Es sieht schon sehr... Was ist das?
Das sind keine Schatten, Karja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Ein Mädchen, sie ist bewaffnet. Not for real. Nee. Yo, was? Bist du böse? Oh ja, scheint so. Oh mein Gott. Ich hasse Blut. Herr Hansen. Meinen Sie, Sie könnten da oben mal weggehen? Na, irgendwie tut er mir schon... Yo, er ist freezed. Wieso treffe ich den nicht? Hallo! Natürlich trifft er mich, aber ich ihn nicht. Okay. Was ist das? Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Was? Ah ja! Darf ich dich kurz vorher noch scannen? Okay. Ich habe keine Ahnung, was du bist. Doch, ist das ein Sägezahn? Ich habe nicht mehr viel Heil. Oh mein Gott, ich werde das sowas von nicht schaffen. Nein, roll doch! Ich will rollen, nicht schlagen! Hör doch auf zu schlagen! Wow, er schreckt mich doch nicht so. Und sag jetzt nicht, dass er down ist. Sag mal, ich krieg aber auch gar nichts hin. Yo, Star Wars läuft in Kino 5 und nicht hier. Ich bin so doof. Sag jetzt nicht, ich bin gestunt, nein. Sag mal. Jetzt nicht dein Ernst. Ja, brennt schön. Er ist komplett eingefroren. Nein, den habe ich nicht gesehen. Yo, was? Eis und Feuer ist eine gute Kombi. Aber nicht, wenn das Ding direkt vor einem steht. Schönen Tag noch. Ey, das war so schlecht gespielt. Bitte, was ist hier los? Keine Schatten, Karja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. What? Und es ist leider kein Freizeitpark. Also ich würde da zumindest nicht privat hingehen wollen. Dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Ich hole mir jetzt erstmal Loot, ja? Und ich bin kurz vor Tod. Ich brauche ein Herz. Was habe ich denn im Inventar? Ich weiß warum. Heißt, dass man Sachen... Oh nein, ich brauche einen blöden Händler. Oder ich schmeiß unwichtige Sachen raus. Ja, Holz, komm. Also von Holz habe ich jetzt 2 Stacks. Habe ich das jetzt aufgenommen? Nein, das wollte ich nicht. Oh, wo ist das blöde Holz? Mann, ich schau euch das mal an.
Wir hatten gerade 3 Stacks von diesem blöden Holz. Meine Güte. Wie geht's dir so? Ja, danke für dein Geld. Nehme ich immer gern. Ja, aber das für meine Spule und für mein Elektrizität-Ding benutze ich nie. Ja, ich untersuche schon. So viel Blut. Ist doch gut was jetzt. Was sind das für Lederriemen? Diese Felsen wurden zerschmettert. Das sieht nach Waffen der Garde aus. Es ist kein Blut daran. Ersas Männer haben sich nicht gewehrt. Das ist halt auch so eine Sache. Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt. Und ein Stein mit Blut daran. Cool. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Ja, ist doch jetzt gut, Mann. Hab ich den jetzt schon gelootet? Ja, den da hinten habe ich noch nicht gelootet. Meine Güte. Doch, den habe ich schon gelootet. Einfach permanent E-Spammen. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Das finde ich ja, sehr beruhigend. Ach, die Lederstücke sind gemeint. Okay. Ist das Heilung? Nee. Das ist zwar nicht richtig gerendert, aber das sieht auch nach Vergnügungspark aus. Wobei, das sah aus wie eine Achterbahn. Und was ist es? Ich habe keine Ahnung. Es könnte eine Achterbahn gewesen. Oh, ich kann hier drauf laufen. Vielleicht war es doch meine Achterbahn. Lauf doch da mal lang. Da oben gibt es Secret Gold. Gibt es in dem Spiegel? Ich habe keine Ahnung, ob es in diesem Gold gibt. Man kommt hier doch safe nicht ohne Grund hoch, oder? Doch, so wie es aussieht schon, da oben ist nämlich nichts. Nicht dein Ernst, ich bin doch so... Wie switch ich das die ganze... Ach so. Hab ich keine... Also ich bin fast tot, das ist schön. Hier ist nirgendwo Heilung oder so. Nein. Sie wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Das ist ein zerstörter Wer. Der hat doch safe was Heilendes für mich in sich. Blöder Ring. Nee, ich will Heilung. Was muss ich denn noch scannen? Hab ich? Was fehlt denn noch? Ich spamme jetzt einfach überall wo ich langlauf. Kann ich nicht einfach weiterlaufen? Oh, ist das weit weg. Wie viele Laufdinger? 1300. Hä? Bin ich blöd oder übersehe ich gerade wirklich was? Kann das sein, dass ich wirklich was übersehe? Die hatten wir. Die Felsen... Oh, da hinten war ich natürlich noch. Ja, wie soll ich denn da reinkommen? Hier? Achso. Vielleicht diese ultimative große Öffnung in dem Haus. Mann, ich brauche Fleisch und ich brauche einen Händler zum Sachen verkaufen. Ey, ich bin so gut wie tot. Bitte, benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Was? Was ist das? Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Wow, ich habe was gefunden, wo ich gerade dran vorbeigelaufen bin. Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Och, was gibt's denn hier noch für Secrets? Kann da hoch. Hä? Das ist doch total sass, dass das ein Flaschenzug ist. Ich kann
kann da echt nur runter, weil das sieht so aus, als könnte man sich da hochziehen oder so. Ich kann da hoch und das safe nicht ohne Grund. Jetzt falle ich runter, tot. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht aussieht wie ein Freizeitpark mit Achterbahn. Stimmt, die haben wir auch noch. Perfekt. Habe ich ganz vergessen, dass es auch noch Heiltränke in diesem Game gibt. Kann hier schießen. Gut, soweit bin ich wenigstens schon. Jo, und hier oben oder da hinten, da gab... Ein unbekanntes Gerät, über das ich einfach hinweggelaufen bin. Ah, springen geht schneller. Jo, dann springe ich. Wo ist hier ein unbekanntes Gerät? Hä? Da. Nicht hier runterfallen. Mann, warum habe ich denn mein Inventar auch voll? Ey, das ist unfair. Habe ich denn Rohstoffe? Ein altes Klangspiel. Jo, also meiner Meinung nach sind das Schlüssel. Bringt beim Händler einiges, super. Oh Mann, ich will... Wir gehen jetzt trotzdem hier weiter. Und da springen schneller geht oder geht Rennen schneller? Ich weiß es nicht. Wir nehmen beides. Kann ich denn bitte hier noch scannen? Hat das irgendeine besondere Formation, die ich verstehen muss? Ja, ich muss hier doch irgendwie wieder runterkommen. Und meine Anzeige ist der Nase. Das wollte ich nicht schießen. Unfair. Doch, was mit der... Hä, wieso finde ich denn nichts mehr? Also, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal... Sag mal, könntest du mal aufhören, immer diese blöden Pfeile auszuwählen? Ja, wertvoller Rohstoff. Da ist ein Truthahn. Das ist Ersas Helm. Nicht dein Ernst. Stand nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich... Was? Liege ich falsch? Was ist da los? Aber nicht.
Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Was ist, wenn die Schwester böse ist? Ich weiß ja nicht. Darf ich jetzt diese 10.000 Meter da langlaufen? Super. Ich hätte... Hier ist auch kein... Doch, hier ist ein Lagerfeuer. Da gehe ich jetzt erstmal hinrennen. Und dann mache ich hier Schluss für die Folge heute. Ey, 10 Stunden bestanden ihr nur aus Rumlaufen und nichts finden. Das schneide ich euch raus. Der Wahnsinn. Folge geht jetzt 31 Minuten. Ist ein Lagerfeuer angeb. Ah ja, da. Welche rutschen? Der schnellste Weg nach unten. Ja, einfach rutschen. Cool. Und dann würde ich sagen, beende ich auch meine Aufnahmesession für heute. Ich finde 3 Folgen sind an einem Tag ganz okay. Und dann verabschiede ich mich. Wenn euch das gefallen hat, dieses komplette Story-Gewusel und für Rost, dann teilt das gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und ciao.